Vormontage der Folie muss die Folie auf die richtige Länge geschnitten werden. Die Folienbreite fast 4 Meter. Um gerade Schnitte bekommen zu können, empfiehlt es sich, entlang der Folie zu schneiden. Nach dem Folienzuschnitt werden Montageklammern gesetzt. Diese Montageklammern haben den Vorteil, dass die Folie innerhalb der Sparren gut ausgerichtet werden können. Bei der Montage der Folie oder der Montageklammern empfiehlt es sich, dass eine Person Montageklammern setzt, die andere die Folie hält. Nachdem die Montageklammern gesetzt sind, wird entlang der Mitte die Folie befestigt, die Mittelsparre wird genommen und mit einfach einem Tacker entlang getackert. Beim Umschlagen wird darauf geachtet, dass die Folie glatt mit der Kante um die Kante anliegt und es empfiehlt sich, bevor abgeklebt wird, auf jeden Fall die Folie mit wiederum Klammern zu befestigen. Alle Stöße müssen abgeklebt werden. Stöße sollten mit 20 cm Überlappung übereinander gelegt werden, sodass dann auch eine Winddichtigkeit mit zum Beispiel winddichten Klebern und Klebebändern gegeben ist. Vor dem Verkleben folgt der Einschnitt an den Ecken, sodass die Folie wunderbar an Sparren und Wand anlegen kann. Nachdem die Folie mit Montageklammern angeheftet, in der Mitte ausgerichtet, in der Mitte getackert, die Folienränder umgeschlagen und auch eingeschnitten wurden, erfolgt die Stoßüberklebung mit winddichten Klebebändern. Variante 1 zeigt das alleinige Vorgehen einer Person mit Stücken von Klebeband. Die Variante 2, die wir jetzt sehen, zeigt das Bekleben oder das Abkleben der Stöße mit zwei Helfern. Helfer 1 heftet das Band an, Helfer 2 richtet aus, sodass Helfer 1 wieder streichen kann. Dann erledigt Helfer 2 den Rest des Abklebens. Löcher in der Dampfbremsfolie müssen mit winddichten Klebebändern verklebt werden. Für das Verkleben dieser Löcher und auch für das Überkleben der Stöße empfiehlt sich das Winddichtprogramm von Würth.